Hallo, liebe Kinder. Leider können wir uns heute nicht, wie ursprünglich geplant, zum Gottesdienst in der Kirche treffen. Damit dieser aber nicht einfach ersatzlos ausfällt, haben wir entschieden, dass wir dieses Video für euch aufnehmen wollen. Wir hoffen, dass wir auch auf diesem Weg mit euch über ein, wie ich finde, sehr wichtiges Thema nachdenken können. Bestimmt wundert ihr euch, dass ich gerade alleine hier stehe. Frau Zickgraf hat momentan ein paar Tage frei und darf sich ein wenig erholen, weshalb sie bei diesem Video gerade leider nicht dabei sein kann. Aber ganz alleine bin ich gerade nicht. Ich freue mich sehr, dass David Müller mich heute wieder beim Erstellen des Videos unterstützt. Heute möchten wir mit euch über das Thema Kirche nachdenken. Dazu habe ich zunächst eine Frage an euch und lade euch ein, zu Hause darüber nachzudenken oder mit denjenigen, die das Video gemeinsam mit euch anschauen, kurz darüber zu sprechen, bevor ihr das Video weiterschaut. Woran denkt ihr, wenn ihr das Wort Kirche hört? Ich vermute, dass viele von euch, wenn von Kirche gesprochen wird, zunächst an ein solches Gebäude denken, wie wir es hier aufgebaut haben. Ein großes Haus, das aus vielen Steinen gebaut wurde und das wir Kirche nennen. Wenn ich an Kirche denke, denke ich nicht nur an ein solches Gebäude, sondern auch an sehr viele Menschen, die an die Gemeinschaft der Menschen, die unsere Kirche mit Leben füllen. In der Bibel finden wir einen Text, der uns hilft, diese Gemeinschaft der Kirche besser zu verstehen. Nach dem ersten Petrusbrief. Jesus ist der lebendige Stein. Nicht alle Menschen mochten ihn, aber Gott hat ihn ausgewählt. Er hat ihn sehr lieb. Auch ihr seid lebendige Steine. Aus euch möchte Gott seine Gemeinschaft bauen. Eine Gemeinschaft von Freunden von Jesus, die so leben, wie er es ihnen vorgemacht hat. In dem Bibeltext, den wir gerade gehört haben, wird Jesus als lebendiger Stein bezeichnet. Auf ihm ist unsere Kirche, zu der wir alle durch die Taufe gehören, gegründet. Bis heute kommen in der Kirche Kinder, junge und alte Menschen zusammen und bilden eine Gemeinschaft, die von Gottes Geist zusammengehalten wird. Gott hilft also, dass sich Menschen in der Gemeinschaft der Kirche verstehen und füreinander da sind. In jeder Kirchengemeinde gibt es Menschen mit unterschiedlichen Gaben, Fähigkeiten und Ideen. Und nur wenn alle mithelfen und sich als lebendige Steine in den großen Bau der Kirche einbringen, dann kann die Kirche zu einem lebendigen Ort werden. Wir wollen nun unsere Kirche aus Steinen mit Leben füllen und zu einer Kirche aus Menschen werden lassen. Jede Kirchengemeinde braucht einen Pfarrer,
der die Leitung übernimmt und die Verantwortung trägt. Unser Pfarrer, Pfarrer Thomas Becker, ist zuständig für 12 Gemeinden und wird unterstützt von Pfarrer Schewo, Kaplan Chandra, Dutrupadi, Diakon Michael Gangster und Barbara Zickraff. Außerdem gibt es in jeder Gemeinde Menschen, die gewählt wurden und den Pfarrer beim Treffen von wichtigen Entscheidungen zu unterstützen. Immer, wenn wir uns in der Kirche zum Gottesdienst treffen, wird Kirche lebendig. Außerdem gibt es in jeder Gemeinde viele Veranstaltungen, bei denen sich Menschen in ihrer Freizeit treffen können. Es gibt die verschiedensten Angebote für junge und alte Menschen. Manchmal feiern wir in unserer Gemeinde ein Fest, zu dem alle eingeladen sind. In der Kirche sind auch Kinder immer willkommen. Wir haben in unserer Pfarrei mehrere Kindertagesstätten, für die die Kirche verantwortlich ist, und feiern in verschiedenen Gemeinden Gottesdienste für Kinder oder Familien. Und auch für alte und kranke Menschen ist die Kirche da. Wer nicht mehr zum Gottesdienst kommen kann, aber trotzdem gerne die Kommunion empfangen möchte, wird regelmäßig besucht und bekommt die Krankenkommunion nach Hause gebracht. In der Kirche wird viel Musik gemacht. In unserer Pfarrei gibt es viele Chöre, wo Menschen zusammen singen und musizieren. Und im Gottesdienst spielt die Orgel und es wird dazu gesungen. Manchmal ist Kirche auch unterwegs, wenn Gruppen der Pfarrei auf Reisen gehen. Vor allem für Kinder und Jugendliche werden regelmäßig Freizeiten angeboten. Wie ihr erkennen könnt, gibt es in der Kirche vieles, was die Kirche mit Leben füllt. Überall braucht es Menschen, die sich als lebendige Steine für die Kirche einsetzen. Und auch für euch Kinder gibt es viele Möglichkeiten, wie ihr euch in der Kirche einbringen und an der Kirche mitbauen könnt. La 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 la
Ich habe der Mail, in der ihr den Link zu diesem Video erhalten habt, ein Wimmelbild angehängt und lade euch ein, anhand dessen mit eurer Familie darüber nachzudenken, was für euch zu einer lebendigen Kirche dazugehört, was ihr euch von der Kirche wünscht und wie ihr euch vielleicht selbst als lebendige Steine in die Kirche einbringen könnt. Haltet eure Gedanken anschließend, entweder geschrieben oder gemalt, in der Kirche aus Menschen, die ich ebenfalls der Mail angehängt habe, fest, oder gestaltet selbst eine Seite dazu und bringt eure Ergebnisse zu unserem nächsten Treffen mit. Gerne könnt ihr sie uns natürlich auch vorab per Mail zusenden, damit wir sie uns ein wenig genauer anschauen können, als es bei unseren Gottesdiensten möglich ist. Bevor wir nun zum Ende unseres Videos kommen, möchte ich noch beten und Gott um seinen Segen bitten. Herr, wir danken dir, dass wir zu deiner Kirche gehören dürfen. Schenke uns den Mut, uns als lebendige Steine mit unseren Fähigkeiten und Ideen in deine Kirche einzubringen. Dazu segne uns und alle, die zu uns gehören, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wir wünschen euch, liebe Kinder, und euren Familien alles Gute für die kommende Woche und hoffen, euch ganz bald hier oder in der Kirche im Bruchweiler wieder treffen zu dürfen. Bleibt gesund und bis bald.